Moin Moin Leute, was geht ab? Weiß es am Start, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute soll es darum gehen, dass der 125er Community irgendwie viel Leid zugetan wird, was sie gar nicht verdient haben. Was ich damit meine ist, dass viele, die einen A-Führerschein oder einen A2-Führerschein oder andere höhere Führerscheine haben, also sprich schnellere Motorräder fahren können oder es auch tun, irgendwie so die 125er-Szene nicht so ganz wahrnimmt, sondern nur so einen kleinen müden Schmunzler zuwirft. Und das finde ich ein bisschen schade. Das habe ich damals auch gemerkt, als ich 125er gefahren bin, dass ich noch nicht so gegrüßt wurde von Motorradfahrern. Man grüßt sich ja untereinander, weil man das gleiche Hobby verfolgt und die gleiche Passion hat und einfach Freude am Fahren. Und ich kann auch verstehen, wenn die Leute sagen, okay, sie grüßen keine Roller, weil Rollerfahrer in der Regel nicht die Freizeitfahrer sind, sondern die Fahrer, außer jetzt natürlich, ihr seid 15, habt eine Mofa und das ist nice und so, fühle ich. Aber ich meine jetzt so die, die morgens zur Arbeit fahren und einfach, weil Roller günstiger als ein Auto ist, fahren sie halt Roller. Die haben halt nicht die gleiche Leidenschaft und da kann ich auch verstehen, okay, die grüßt man nicht. Also ich würde halt sagen, dass der Durchschnitts 125er Fahrer halt der ist, der die Passion, der das Motorradfahren am krassesten auslebt. Denn ich muss sagen, ich bin so ein Weichei geworden im Vergleich zu meiner 125er Zeit. Heutzutage habe ich einen A-Führerschein, aber was bedeutet denn überhaupt der Führerschein? Also der Führerschein ist doch überhaupt nicht aussagekräftig darüber, was für ein Biker ich bin. Und damals bin ich bei egal welchem Wetter gefahren. Ich wollte einfach nur fahren. Ich habe so viel Freizeit. Bin ich einfach nur von A nach B gedüst und einfach nur, ja, ich wollte einfach alles neu entdecken und die 125er Zeit hat mir auch so viel Spaß gemacht und so viel gebracht. Und ich meine, kilometermäßig bin ich jetzt einfach hier bei 8244 Kilometer. Ich habe die Karre seit 3 Jahren und habe sie jetzt sogar offen mit 75 PS. Und das ist ein bisschen traurig, muss ich auch sagen, wie wenig ich aktuell Motorrad fahre. Natürlich ist es nicht bei jedem so, aber ich glaube, der eine oder andere erwischt sich auch, wenn man dann einen Autoführerschein hat, dass man eben zum Einkauf, dass man dann eher das Auto nimmt und nicht mehr das Motorrad. Und ich meine, dann ist es doch gerade bei 125ern krass, dass die auch im Winter fahren. Natürlich haben sie auch keine andere Option, aber sie machen es halt auch aus Leidenschaft. Und das ist einfach, ja, finde ich ein bisschen schade, dass die so belächelt werden, obwohl es eigentlich in meinen Augen halt die realsten Motorradfahrer sind. Denn natürlich ist es nicht die allerkrasseste Leistung, aber Leistung hat doch nichts mit diesem Hobby, mit dieser Vereinigung, mit dem Respekt zu tun, mit dem Grüßen, mit dem Spaß. Da verstehe ich das einfach nicht, warum man nicht 125er grüßen sollte. Denn jeder hat irgendwo auch mal angefangen und das hat ja nichts damit zu tun, was für eine Größe du am Motor oder was auch immer fährst. Es gibt jetzt ja auch viele B196 oder wie, schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie das heißt. Das ist der Aufsteiger Auto zu 125er und da habe ich auch viele Kommentare gelesen, dass viele das aktuell nutzen, weil das ein relativ neuer Führerschein ist. Oder ich meine, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich meine, dass es ein relativ neuer Führerschein ist, dass man da umschulen kann, weil früher hatten ja alle den 125er Schein inbegriffen, die von 1900, ja, wann waren das? Die Leute, die jetzt 60 sind, die dürfen auch so 125er fahren, denn damals war das beim Führerschein mit integriert. Heutzutage kriegst du einen 125er Schein nicht, du darfst nur 50 Kubik einfach so fahren. Aber bei 125er, vor allem in Foren und so, finde ich das sehr, sehr schade. Es gibt sehr viele Leute, die ihre 125er so sehr lieben, wie ich damals auch meine KTM RC. Ich habe damit viel krassere Touren gemacht als bis jetzt mit der Husqvarna hier. Mein Freundeskreis, die Leute, die damals eine 125er hatten, das war einfach so geil, mit denen unterwegs zu sein, die ersten Erfahrungen zu machen. Und ich kann nur jedem empfehlen, 125er Schein zu machen. Und deswegen hoffe ich, dass ein bisschen mehr den 125er Leuten Liebe gegeben wird. Weil das sind halt vollwertige Motorradfahrer und auch beim ADAC-Training damals, bei meinen Trainings, hatte ich das so, dass ich der Einzige war mit einer 125er und ich wurde ein bisschen belächelt bei einem fortgeschrittenen Training und dann sind wir auf den Rundkurs gefahren. Und dann sind wir auf den langen Rundkurs gefahren, ich direkt hin am Trainer und der
Trainer hat sich quasi so rangepirscht, dass wenn ich schneller fahren will und schnell fahre, dann guckt er in den Rückspiegel und sieht, dass ich schneller fahren will. Und also er führt die Gruppe an, aber er fährt nur so schnell, wie ich fahre. Und da ich mit der geringsten Leistung da war, bin ich eben vorgefahren. Und glaubt mir, Leute, die ganzen Erwachsenen, die fünf, das waren, die meisten waren dort zwischen 30 und 50, aber die habe ich dann ordentlich vernebelt auf der Strecke, denn die Strecke ist eine relativ kleine Strecke, wo man nicht unbedingt so schneller als 110, 120 fahren kann, und dann ist sie eben auch sehr krass kurvenbelastet. Und du kannst halt mit einer 125er, wenn du einmal auf 100 gekommen bist oder 110 und du fährst die Kurven eben schneller als die anderen, dann hat das ja nichts mit deiner Leistung zu tun, sondern 100, auf 100 kommst du und dann kannst du halt permanent die 100 halten, theoretisch in den Kurven. Da haben die dann auch danach zu mir gesagt, oha, ist ja krass, mit 15 PS nur 125 Kubik kann man so schnell unterwegs sein. Und da haben die Leute das, glaube ich, auch unterschätzt. Obwohl ich mittlerweile sagen muss, mit der Husqvarna 701 werde ich mittlerweile auch nicht mehr so oft gegrüßt, denn viele denken vielleicht auch einfach, dass es eine 50er ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, einige Erwachsene kennen die Bikes auch nicht. Auf jeden Fall, wenn ich grüße, dazu habe ich einen Hoodie an, darunter habe ich aber eine volle Protektorenweste an, dazu habe ich, also und mit Armschützern etc., dazu habe ich eine Jeans an, die eine Motorradjeans an, die eben auch sturzgeschützt ist, und dort denken viele auch, glaube ich, ja, das sind gar keine richtigen Motorradklamotten und deswegen kann der nur eine 50er fahren oder ich weiß es nicht. Deswegen ist das mit dem Grüßen auch immer so ein Ding, aber generell auch in Foren habe ich das Gefühl, dass 125er Fahrer manchmal so ein bisschen, ja, verhökert werden. Und da will ich nur aus meiner Sicht das Ganze mal erläutern, dass ich damals mit 16 bis 18 halt der krassere Motorradfahrer war, weil mich hat es nicht gejuckt, ob das 5 Grad waren oder 2 Grad oder es waren Minusgrade oder whatever, sondern selbst dann hatte ich Bock aufs Biken. Ich habe mir eine Winterkombi, es gibt so viele Motovlogs von mir, wo Schnee liegt, und das waren alles Freizeitfahrten, wo ich einfach Bock hatte zu biken, und das habe ich heute nicht mehr. Da denke ich mir, okay, Digga, nee, wartest du mal bis nächste Woche. Und mittlerweile bin ich dann auch so ein schönen Wetterfahrer-Sesselfurzer. Und da können gerne mal alle drüber nachdenken und auch ihr Feedback da lassen, wie sie das Ganze sehen mit der 125er Community. Und ich finde das wirklich super, dass die Klasse 125er von der Regierung so gemacht wurde, dass sie nicht mehr auf 80 gedrosselt ist, sondern dass das eine Freiheit hat, dass ein 125er, ein Sportler gut 130 laufen kann und dass man normal sich im Verkehr eingliedern kann, und das schon mit 16. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache, und deswegen kann ich das nur jedem empfehlen. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Lasst doch gerne ein Abo da für weitere Motovlogs. Und dann würde ich sagen, haut rein, stay tuned. I tell you, dog, 'cause I'm feeling so good.